Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Custom Map. Und zwar spiele ich heute mal die Map Unlogisches Minecraft 2. Den ersten Teil habe ich bereits schon gezockt, als die Map neu rausgekommen ist. Jetzt eben der zweite Teil, der auch erst gestern rausgekommen ist. Und auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr davon sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen. Und jetzt ist es halt eben so, irgendwas ist unlogisch in Minecraft und wir müssen herausfinden, was. Und wrong button again. Moment, okay, also hier geht's safe nicht zum Start. Hier vielleicht? Nope. Dann kann es ja eigentlich nur noch dieser Button sein. Try another one. Was? Okay, Moment mal, ist es jetzt irgendwie so find the button? Muss ich irgendwie einen anderen Knopf suchen, um die Map? Ja, zu starten, das habe ich doch gewusst. Und jetzt kommt's, das ist Logical Minecraft. Jetzt geht's los, Tutorial, jump in one of these. Also ich glaube mal, das ist bestimmt nicht das Wasser, oder? Ja, da sterbe ich einfach. Wow, das ist nämlich das Wasser. Nice, also das ist halt unlogisches Minecraft. Und what? Okay, ich bin auf Bücherregalen. Da unten steht LOL. Muss ich jetzt da einfach runterspringen? Okay, oder ich bin auch so gestorben. Was muss ich jetzt genau machen? Moment mal, ich bin hier oben. Und da steht es Level 1. Ich bin also im ersten Level. Okay, aber außen finde ich hier erstmal nichts. Und wo muss ich jetzt genau hin? Vielleicht genau durch das O durchspringen? Nee, da unten sterbe ich. Aber was kann ich da jetzt genau machen? Also, es darf doch nicht so schwierig sein am Anfang. Man muss gut überlegen. Habe ich irgendwas im Inventar? Ich habe, genau, stimmt, da gibt es noch ein Buch. Und da stehen die Level-Hints drin. Also, das wäre aber echt, ja, nicht so geil, wenn ich direkt den Tipp benutzen würde. Aber was bleibt mir anders übrig, wenn ich nicht weiß, um was es jetzt geht? Vielleicht oben drüber? Moment mal. What? Okay, ich bin runtergeflogen, ohne dass ich Schaden bekommen habe. Da oben ist, glaube ich, mal ein Knopf. Den muss ich drücken. Aber wie soll ich den Knopf drücken? Ich muss einfach nur den Knopf drücken, aber ich glaube mal, das ist schwieriger. Nein, jetzt bin ich wieder nicht gestorben, als ich dachte. Ich hab's geschafft. Wow, endlich. Und Moment mal, da war gerade ein Weg. Der ist jetzt aber nicht mehr da. Da steht, oh mein Gott. Okay, also jetzt muss ich, glaube ich mal, der ist nothing. Doch, aber warum? Moment, immer wenn ich wegschaue? Nee, das kommt, der alle paar Sekunden oder irgendwo... Wenn ich da, ach so, drauf schaue. Oh mein Gott, okay, ich musste also drauf schauen. Und dann kann ich hier rückwärts rüber. Das ist, wie geht das denn bitte? Und ich weiß nicht, wo der Knopf ist. Ich schwebe, also ich gehe jetzt mal weiter nach hinten. Ja, der Knopf ist direkt hinter mir. Und den kann ich jetzt drücken. Ich habe es gerade so noch geschafft. Und jetzt bin ich im nächsten Level. Also das ist echt schon cool gemacht. Und Moment mal, was ist da oben? Das sind ein paar Knöpfe sogar. Ich drücke erstmal alle. Aber ich denke mal, what? Hier unten ist Lava. Da wollte ich noch nicht mal rein. Hier ist der Knopf. Kann platziert werden auf Diamantblock. Was war das jetzt für ein Zufall? Und Lava ist natürlich hier in dem Texture Pack oder auf der Map Wasser. Das ist krass. Okay, und wo ist jetzt aber der Diablock, wenn ich fragen darf? Also die Knöpfe sind, denke ich mal, zu gar nichts gut. Aber der Diablock, der ist doch bestimmt irgendwo, keine Ahnung, nochmal versteckt. Weil es wäre sonst ein bisschen zu einfach. Aber wo ist die Frage? Ich springe jetzt mal runter. Und da unten habe ich, glaube ich, auch nichts gesehen. Ich habe zum Glück bis jetzt auch noch keinen Tipp benutzt, was auch gut ist. Und der Block sieht ein bisschen anders aus. Also, Moment mal, ich gehe da... Ja, da kann man sogar runter und hier ist der Dia-Block. Wow, das war's zu diesem Level. Und, oh nein, irgendwas kommt jetzt mit einem Jump-Run. Ich glaube mal, das Level ist echt ein bisschen schwieriger. Im Inventar ist nichts. Immer auch drauf achten. Und da unten ist ein Knopf. Aber ich glaube mal, der Knopf ist es diesmal safe nicht. Sonst wäre das ein bisschen zu einfach. Und ich hoffe mal, dass ich den jetzt direkt drücken kann. Und ja, den habe ich jetzt gedrückt. Oh nein, was heißt das jetzt? Ich bin, glaube ich, in einem... Bin ich im nächsten Level? Okay, hier geht es auf jeden Fall nicht raus, ist die Sache. Ich bin gefangen und wie kann ich mich jetzt umbringen, ist die Sache. Oder kann ich hier überhaupt... Moment mal, kann ich hier raus? Hier ist nichts im Inventar. Oder vielleicht war es echt schon zu dem Level, weil ich bin komplett woanders. Und ganz ehrlich, ich klicke mal auf den Tipp drauf. Open the shulker box under you and after make a bed and put it on the bedrock. Was? Moment mal, das habe ich jetzt gerade nochmal gemacht. Jetzt bin ich rausgeflogen. Ich glaube mal, das ist echt ein anderes Level. Ich habe gedacht, da komme ich jetzt als Bestrafung, dass ich den, okay, Knopf gedrückt habe, irgendwie in so eine kleine Zelle. Aber ich muss mich da durchbacken. Ich versuche jetzt mal hier lang zu sneaken. Da geht's nicht lang. Da geht's auch nicht weiter. Und hier... So geht's auch nicht weiter. Das sind auch keine unsichtbaren Blöcke. Also ich muss irgendwie zu einer Kiste. Und da sind, denke ich mal, die Materialien drin, um ein Bett zu craften. Also ich denke mal, ich hätte es auch ohne den Tipp jetzt geschafft. Also wenn ich hier unten jetzt schon mal wäre. Gut, ich springe jetzt mal hier rüber.
Okay, das geht sogar. Und ich hoffe mal... Nein, natürlich geht's da nicht mehr weiter. Schade. Okay, komm, dann mache ich das jetzt gleich nochmal. Jetzt hier lang. Dann vielleicht darüber. Und jetzt vielleicht wieder hier lang. Okay, das geht sogar. Und ich habe eine Wolle erst. Oh nein, Leute. Okay, dann muss ich wieder zurück. Und vielleicht jetzt hier drauf. Dann hier drauf. Hier drauf. Jetzt habe ich 3 Holz bekommen. Perfekt. Und ich glaube mal, dann muss ich jetzt vielleicht da lang springen. Nein, das war nicht richtig. So, aber gut, Leute. Kein Problem. Oh, das war ein bisschen zu früh. So, dann springe ich jetzt nämlich hier lang. Hier. Das war, ja, falsch. Das hätte ich mir jetzt denken können. Dann hier drauf. Dann hier lang. Und ich glaube mal jetzt darauf, oder? Ja, das war richtig. Okay, war eigentlich geraten. Und das habe ich jetzt gefällt. Aber gut, ist kein Problem. Ich habe jetzt 2 Wolle bisher. Aber gut, mir fehlt da natürlich noch ein bisschen was. Die Wolle hatte ich auch noch nicht. Jetzt habe ich alles zum Craften. Und dann geht es wieder hier rüber. Und jetzt kann ich endlich mein Bett craften. So, und mal schauen. Genau, das muss ich jetzt dann auf Bedrock platzieren. Da steht es auch schon, Grundgestein. Da kann ich mich schlafen legen. Beziehungsweise, okay, natürlich das auch. Aber ich muss es eigentlich abbauen, oder? Ach so, jetzt bin ich hier vorne. Jetzt kann ich hier rüber. Und dann auf den Knopf. Und so bringt mich der Knopf ins nächste Level. Und jetzt kommt was ein bisschen mit Pistons. Und kann ich hier runterspringen? Nee, das geht schon mal nicht. Und ich kann auch nicht auf den Pistons irgendwie drauflaufen. Im Inventar ist ein Stone-Button, kann abbauen Luft. Was? Okay, der kann Luft abbauen. Also man muss wirklich immer ins Inventar schauen. Habe ich letztes Mal bei der Map vergessen, dass halt irgendwann immer ein Knopf versteckt. Aber mit was? Also ich kann Luft abbauen. Aber was ist damit gemeint? Das ist ja Luft hier. Aber irgendwie, okay, ist Glas damit nicht gemeint? Vielleicht, Moment mal, hier einfach darunter den Block abbauen. Ne, gut, da schlage ich drauf, aber es geht nicht. Muss ich jetzt die ganze Zeit in die Luft schlagen und darauf hoffen, dass ich irgendwie so einen unsichtbaren Block treffe. Ich glaube mal, das ist nicht damit gemeint. Ich habe jetzt ein bisschen geschaut, man kann ihn nirgendwo platzieren, auch nichts damit kaputt machen, die Luft zum Beispiel. Das ist halt auch unlogisch, klar. Natürlich heißt die Map auch so. Deswegen werde ich jetzt mal einen Tipp benutzen, Level 6. Und wow, da hätte ich jetzt... Na gut, da kommt man eigentlich nicht drauf. Man muss den Button werfen, kann platziert werden auf Barriere. Okay, und hier zum Beispiel. Und es ist aber nicht richtig, oder? Moment mal, kann ich den jetzt nochmal werfen? Ach so, jetzt habe ich den, jetzt habe ich nochmal was bekommen. Den kann ich jetzt auch da platzieren. Und ach, jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Klar, okay, man muss das quasi so, okay, rüberschieben, dass der Block auf der Druckplatte landet. Und wie kann ich das jetzt am besten machen? So, den schiebe ich darüber, dann kommt der zum Einsatz, oder? Hallo? Oder vielleicht, genau, da hinten muss natürlich auch nochmal was kommen. So, der zieht ihn jetzt dahin. Da muss natürlich auch noch ein Knopf drauf. Genau, und dann natürlich auch noch auf den. So, und dann habe ich es eigentlich schon geschafft. Das hier noch. So, der zieht ihn jetzt rüber. Und jetzt bin ich im nächsten Level, im vorletzten Level schon. Und hier steht ein bisschen Text. In this chest you have 4 elements. When you hold one of them, all the blocks of that type will appear. Und hier steht noch ein Schild. Ich muss den Schlüssel finden. Okay, dann mache ich mich erstmal außen auf die Suche. Hört sich schon mal gut an. Und hier ist eine Kiste. Und hier ist der Schlüssel schon mal direkt. Das war jetzt auch nicht so schwer. Also ich kann die Kiste mal aufmachen. Ich nehme jetzt mal alles mit raus. Ich muss da hoch. Da vorne ist nämlich ein Diamantblock. Und ich glaube mal... Moment mal, was kann ich jetzt genau machen? So, ich bin jetzt wieder beim Haus. Okay, da kann ich schon mal nicht drauf. Ich bin jetzt mal da drauf. Dann muss ich so einen Jump-Run machen. Und das ist halt echt ultra schwierig. Und jetzt vielleicht? Das habe ich sogar geschafft. Aber ich weiß nicht, was jetzt kommt. Muss ich gleich auf das Haus springen? Oh mein Gott, ich springe jetzt einfach mal irgendwo hin. Ich habe es geschafft, aufs Haus zu springen, aber ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Und ich weiß jetzt nicht, wo die Blätter hier kommen, sonst muss ich das alles nochmal von vorne machen. Und die Blätter, nein, die sind da vorne. Ich überspringe an dieser Stelle einfach mal dieses Level, sonst würde es, glaube ich, ein bisschen zu lang gehen und mache nochmal das 8. Level. Ihr könnt es natürlich auch mal gerne für euch selber ausprobieren. Und jetzt ist so, unter mir ist diesmal nichts, im Inventar ist auch nichts und wir sind jetzt im letzten Level. Und was kann das jetzt bedeuten? Wir haben hier einen Jump-Run. Und hier oben ist einfach gar nichts drauf. Sein Knopf, Moment mal, irgendwie wieder darunter versteckt. Das war doch richtig klar. Also gut, da muss man einfach ein bisschen schauen. Irgendwo ist immer ein Button versteckt. Es kann ja eigentlich nicht viele Verstecke hier geben. Und what? Hier kann ich ganz normal drauf laufen. Und den Knopf kann ich drücken. Nein, und es ist der falsche. Was? Okay, das ist schon mal der falsche Button. Dann ist es vielleicht hier irgendwo. Also sonst kann ich mir nichts anderes vorstellen. Da unten ist nochmal einer. Und jetzt nochmal im letzten richtigen Moment. Ja, thanks for playing my map. Das war's zu dieser Map.
Falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch gerne alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken, wie unter anderem Instagram, Snapchat und so weiter. Dort könnt ihr mir gerne mal folgen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!